Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Zürich – Unbekannte Orte. Oberhalb dieser Durchfahrt hier vorne ist dann die bekannte Terrasse, Polyterrasse nennt sich das, mit einem tollen Überblick über die Altstadt von Zürich. Und wie das aussieht, zeige ich euch jetzt. Ich stehe hier an der ETH in Zürich, Eidgenössische Technische Hochschule, und möchte euch heute einer der drei schönsten Aussichtsplätze in Zürich vorstellen. Man ist ganz schnell aus dem Zentrum hier oben zu Fuß oder mit der Polybahn, und mit dem Auto würde ich es nicht empfehlen, es gibt hier fast keine Parkplätze. Auf der Seite der Polyterrasse ist noch eine kleine Kanzel, schön versteckt in den Bäumen, und von hier sieht man ganz genau das Zürcher Großmünster. Zürich ist eine ziemlich grüne Stadt. Und hier in der Nähe der Universität und der Eidgenössischen Technischen Hochschule gibt es ganz versteckte alte Häuser von Zürich. Schöne Wege, um zu spazieren. Von hier ist man in 5 Minuten am Zentral. Hier gleich nebenan ist die Bergstation der Polybahn. Ein ganz kleines und sehr altes Bähnchen, das dazu dient, Fußgänger vom Zentral, das ist ein Platz direkt in der Nähe des Hauptbahnhofs, in 2 Minuten hier hochzubringen, und wurde vor allem für die Studenten entwickelt. Diese benutzen diese Bahn auch fleißig. Im Moment sind Semesterferien, darum ist hier auch nicht so viel los. Und die Polybahn, die zeige ich euch jetzt. Das war eine weitere Folge von Zürich – Unbekannte Orte. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über ein Like von dir, oder noch besser, du abonnierst diesen Kanal, damit du immer meine neuesten Videos erhältst.